Hallo, herzlich willkommen. Danke, Eva, für die nette Einführung. Sarah Falkenrich, mein Name. Ich freue mich ganz besonders, Sie heute bei dem schönen Wetter alle begrüßen zu dürfen. Ich muss Ihnen ehrlich gestehen, es ist meine erste Session jetzt so online. Ich habe zwar jetzt schon Online-Schulungen durchgeführt aufgrund von Corona, aber so eine Session, das ist jetzt für mich auch Premiere. Deshalb gerne Feedback immer direkt mitteilen, falls irgendwas nicht klappt. Ich hatte in der Vergangenheit ein paar Probleme mit meiner Internetverbindung. Falls ich irgendwie zeitverzögert bin, sagen Sie mir gern Bescheid, dann würde ich einmal die Kamera ausschalten, weil dann klappt es in der Regel immer ein bisschen besser wie mit der Bildübertragung. Ich freue mich ganz besonders, dass Sie heute hier sind und möchte mich mit Ihnen ein bisschen mit dem Thema Digital Literacy heute beschäftigen und das Ganze im Hinblick auf das VHS-Lernportal und in dem Bereich Grundbildung. Ich starte jetzt gerade mal meine PowerPoint-Präsentation. Ich habe vorhin den Raum ganz ausführlich vorbereitet, dann bin ich rausgeflogen und leider war alles weg. Deshalb jetzt ein bisschen improvisieren. Aber jetzt fangen wir gleich an. Also, warum ist das Thema Digital Literacy in der Grundbildung für uns denn ein wichtiges Thema? Wir haben in der heutigen Zeit eine tiefgehende Mediatisierung und einen dynamischen Wechselbezug zwischen dem sich beschleunigten Medienwandel, beharrender als auch innovativer Kommunikationspraxen und dem globalen soziokulturellen Wandel. Besonders deutlich werden diese Punkte eben durch die schnelle Akzeptanz von und der Durchdringung nahezu aller Lebensbereiche durch digitale Medien, insbesondere durch das Internet und das Smartphone. Auch in Deutschland haben wir in den letzten Jahren einen immer stärkeren Trend zur Nutzung der digitalen Medien. So beträgt der Anteil der Internetnutzer 2019 86% und ist damit erneut gestiegen. 2009, Entschuldigung, zum Vergleich, lag dieser Prozentsatz noch bei 69. Also wir haben einen Anstieg innerhalb von 10 Jahren von 69 auf 86%. Wenn wir die Gruppe der unter 14- bis 49-Jährigen betrachten, dann haben wir hier 100% fast an Internetnutzern. Also nahezu alle 14- bis 49-jährigen Deutschen benutzen das Internet. Was auch noch ganz interessant ist, die Anzahl der Smartphone-Nutzer wächst auch immer weiter. Hier haben wir 2019 eine Summe von 58 Millionen Smartphone-Nutzern. Besonders wichtig ist, dass die digitalen Kompetenzen nicht nur in der Alltagskommunikation für uns immer eine wichtigere Rolle spielen, sondern auch immer mehr institutionelle Zugänge werden virtualisiert. Wenn man zum Beispiel an die Themen Homebanking denkt oder jetzt auch im öffentlichen Dienst bzw. in der öffentlichen Verwaltung, dass wir da bei vielen Ämtern auch immer mehr digitale Zugänge zu bestimmten Dienstleistungen haben. Diese Virtualisierung von verschiedenen Zweigen hat natürlich auch zur Folge, dass immer mehr Kommunikation verschriftlicht wird und dass wir eine immer höhere Anforderung an die kompetente Nutzung dieser Medien haben, an alle, die die Medien eben nutzen wollen oder aber eben nutzen müssen, obwohl sie sich nicht so sicher fühlen. Was erwartet Sie denn heute in unserer Session? Also wir starten jetzt mit einer kleinen theoretischen Einführung zum Thema. 31 haben auf Ja geklickt und niemand hat auf Nein geklickt. Also sind digitale Kompetenzen in unserer Ansicht auf jeden Fall ein Teil von Grundbildung und sollten also auch entsprechend in die Lernangebote integriert werden. Wir üben das jetzt gleich nochmal mit der Umfrage. Ich habe nämlich noch eine zweite Umfrage vorbereitet. Die gebe ich auch einmal frei. Auch hier hatten wir jetzt wieder das Ergebnis, dass die Mehrheit gesagt hat, dass die digitalen Kompetenzen, die digitale Grundbildung noch nicht ausreichend vertreten ist. Also wir wünschen uns hier noch mehr Aufmerksamkeit im Bereich der Grundbildung. So hat jetzt quasi das Ergebnis der zweiten Umfrage sich gestaltet. Vielen Dank für die Teilnahme an der Umfrage. Nachher kommt auch noch mal eine Umfrage ganz zum Schluss von den Kolleginnen. Ich bitte Sie da auch dran teilzunehmen. Das ist zur Evaluation von der Websession heute. Und ich würde dann jetzt an dieser Stelle mal weitermachen mit der Präsentation. Ich habe Ihnen hier was mitgebracht. Ich hoffe, Sie können das alle gut lesen. Das sind zwei kleine Comics. Und zwar
gibt es die auf einer Homepage. Ich habe Ihnen unten auch die Quelle dazu geschrieben. Es ist eine Auswahl von mehreren Comics, die sich alle mit dem Thema Internet, Smartphone, digitale Grundkompetenzen im weitesten Sinne beschäftigen und das eben sehr spielerisch darstellen. Ich finde die ganz schön. Man kann die auch ausdrucken, ausschneiden, die Teilnehmer in die richtige Richtung, in die richtige Reihenfolge bringen lassen. Und dann wir haben also hier jetzt das Thema Wi-Fi-Spots, also freie WLAN-Zugänge. Was sollte man beachten? Sollte man immer sich direkt in das freie WLAN einwählen? Wie ist das mit den Passwörtern, mit der Passwortsicherheit? Sollte man für alle Accounts das gleiche Passwort verwenden? Man kennt das ja selbst, man ist ein bisschen bequem und es ist schwierig, sich für alle Zugänge Passwörter zu merken. Deshalb tendiert man ganz gern dazu, doch mal das Gleiche zu nehmen. Ja, so kann es allerdings dann auch enden. Also wer Interesse hat, sich die restlichen Comics noch anzusehen, wie gesagt, die Quelle steht da unten, kann ich im Nachgang auch gerne noch mal ins Forum stellen, weil wie gesagt, das sind sehr schöne Comics und die thematisieren wirklich ganz, ganz viele, ja, Punkte der digitalen Grundbildung. Jetzt zu dem Thema, was ist eigentlich die digitale Grundbildung? Wir haben unterschiedliche Teilbereiche im Bereich der digitalen Grundbildung. Vorweg sollte man schicken, dass es etwas schwierig ist. Der Begriff Mediengrundbildung wird im Grundbildungsdiskurs bisher wenig genutzt, sondern er bezieht sich meist auf die Fort- und Ausbildung von Lehrkräften an allgemein bildenden Schulen, also an schulische Lehrkräfte sozusagen. Was wir aber haben, ist die Definition von Media Literacy. Sie bezieht sich auf alle audiovisuellen Medien und Digital Literacy ist hier ein Teilbereich. Dann haben wir die sogenannte Computer Literacy. Sie bezieht sich auf den Computereinsatz und sie ist in Teilen die Voraussetzung von Digital Literacy. Digital Literacy wird als Internetnutzungskompetenz unter anderem definiert und umfasst im Curriculum des DLIT 2.0 die fünf Kriterien E-Citizenship, Kollaboration, soziale Netzwerke, Kommunikation und Grundkenntnisse. Vielleicht noch ein paar Beispiele, was genau damit gemeint ist. Also mit E-Citizenship definiert der DLIT zum Beispiel die Themen Online-Einkaufen und Homebanking. Bei Kollaboration finden sich Aufgaben zum Beispiel zum gemeinsamen Entwickeln von Dokumenten. Soziale Netzwerke, da denkt man jetzt wahrscheinlich direkt an Facebook und so, aber da geht es im DLIT mehr um das Thema Jobchancen verbessern und digitale Identität. Vielleicht an dieser Stelle lassen Sie sich nicht entmutigen, wenn Sie mit digitalen Medien arbeiten und irgendwas klappt mal nicht so, wie es sein soll. Sie sehen, uns geht das auch so. Ich habe mir vorhin ganz viel Mühe gegeben und ganz viele Dokumente in den Raum hochgeladen, dann bin ich rausgeflogen, alles war weg. Also wir müssen auch immer ein bisschen improvisieren. Davon sollte man sich nicht aus dem Konzept bringen lassen. Die Kollegin probiert es jetzt gerade aus, woran es. Ja, die Grundfunktionen kennen und bedienen. Dann haben wir Fake News und Quellen hinterfragen. Ja, das ist ein Thema, das im Moment auch vermehrt ja aufgegriffen wird und thematisiert wird, auch im Volkshochschulkontext. Probleme zu lösen, Medien zu nutzen, das Lernen mit Medien, mit der zunehmenden Digitalisierung zurechtkommen. Das Thema Datenschutz, ja, sehr kompliziertes Thema. Teilhabe ermöglichen. Sicherer Umgang mit dem Smartphone und Computer. Die nötige Infrastruktur, das ist auch ein guter Hinweis. Das eigenständige Einarbeiten in Tools und Funktionen, also quasi auch eine Selbstlernkompetenz.
Gefahren einschätzen können, ja. Das bezieht sich ja auch wieder ein bisschen auf die Comics, die ich zu Anfang schon gezeigt hatte. Das geht ja auch in die Richtung. Das ABC der digitalen Nutzung. Datensicherheit. Computer als Informationsquelle. Ich würde sogar noch weitergehen, nicht nur unbedingt den Computer, sondern das Internet als Informationsquelle. Chancen und Risiken. Voraussetzung für die technischen Möglichkeiten. Dann würde ich mal sagen, vielen Dank für Ihre Beteiligung. Was Sie gesagt haben, ist mit Sicherheit alles richtig. Und uns würde bestimmt auch noch viel mehr einfallen, wenn wir jetzt noch mehr Zeit hätten. Wir schauen uns mal an, ein bisschen, was die Forschung quasi so zu dem Thema sagt. Alle aus dem Grundbildungsbereich kennen Sie natürlich die Leo Level 1-Studie, die maßgebend für die Forschung im Bereich Literalisierung für uns alle ist. Sie erfasst die Lese- und Schreibkompetenz von deutschsprachigen Erwachsenen. Es ist die Nachfolgerstudie von der Leo Level 1-Studie 2011. Sie hat aber einige Bereiche etwas stärker betrachtet als die Vorgängerstudie. Es gibt zum Beispiel konkrete Fragen von Teilhabe, Alltagspraktiken und Kompetenzen in verschiedenen Lebensbereichen. Und da hat sich die Leo Level 1-Studie 2018 auch digitale Praktiken und Grundkompetenzen angeschaut. Laut der Forschungslage von Wicht, Lechner und Ramstedt, haben die festgestellt 2018, dass Erwachsene in Deutschland im europäischen Vergleich eine geringere IT-Kompetenz besitzen. Und dann stellt sich natürlich die Frage, ob Erwachsene in Deutschland mit geringer Literalisierung durch die zunehmende Digitalisierung bedroht sind und nicht weiter Schritt halten können. Es stellt sich also auch die Frage, ob diese Menschen seltener Informations- und Kommunikationstechniken nutzen als Menschen, die ausreichend oder gut literalisiert sind in Deutschland. Die Leo-Studie kann darauf leider keine pauschale Antwort geben, da die digitalen Praktiken heute so vielfältig sind, dass die nicht alle betrachtet werden konnten. Es ist allerdings so, dass die Leo Level 1-Studie in einigen Bereichen eine seltene Nutzung belegen kann, beispielsweise die regelmäßige Nutzung von Computern. Geringe Unterschiede wurde bei der Leo Level 1-Studie bei der Verwendung von internetfähigen Smartphones oder Tablets festgestellt, so wie bei dem Versenden von Kurznachrichten. Es gibt aber auch digitale Praktiken, die von gering literalisierten Erwachsenen häufiger genutzt und ausgeübt werden. Das ist beispielsweise die Nutzung von Sprachnachrichten. Bei Praktiken, die sich nicht auf die Kommunikation, sondern eher auf die Suche nach Informationen beziehen, zeigt sich eine seltenere Nutzung bei gering literalisierten deutschsprachigen Erwachsenen. Was in diesem Kontext auch interessant ist, ist die PIAAC-Studie von 2013. Die hat eben erhoben, wie hoch die technologiebasierte Problemlösekompetenz von Erwachsenen ist. Das wird definiert als die Kompetenz, digitale Technologien, Kommunikationshilfen und Netzwerke erfolgreich für die Suche, Vermittlung und Interpretation von Informationen zu nutzen. Und dabei ist rausgekommen, dass 17,7% der Deutschen keinerlei Computererfahrung hat. Daher wird in der PIAAC-Studie geschlussfolgert, dass insbesondere erwachsene Personen mit geringer Literalisierung auch weniger Computererfahrung und somit eine geringere Medienkompetenz haben. Ja, die Kultusministerkonferenz hat sich auch mit dem Thema beschäftigt und hat 2016 die Strategie Bildung in der digitalen Welt verabschiedet. Und zwar ist das Ziel dieser Strategie, der digitale Wandel in der Gesellschaft, der soll in die Lehr- und Lern. Und zwar geht es darum, wie das Bundesland Nordrhein-Westfalen eben den diese Strategie umgesetzt hat und die haben ein Image. Ich hoffe, Sie können das Wir sind sehen. umgeben von digitalen Medien und Angeboten vielfältiger Art. Fotos, Videos, Nachrichten, Spiele, Chats, Unterhaltung.
Aber natürlich auch wichtige Informationen und Fakten sind ständig und überall abrufbar. Kommunikation findet nicht nur in analogen Bezügen, sondern zunehmend digital statt. Doch die problemlose Abrufbarkeit von Informationen und die technischen, mobil verfügbaren Möglichkeiten machen aus Kindern und Jugendlichen noch lange keine kompetenten Anwender. Der verantwortungsvolle und sichere, aber auch kreative und produktive Umgang mit Medien muss erst erlernt werden. Genau deshalb gibt es in Nordrhein-Westfalen den Medienkompetenzrahmen NRW. In 6 verschiedenen Bereichen werden Kinder und Jugendliche dabei unterstützt, systematisch wichtige Schlüsselqualifikationen zu erlangen. Neben dem Bedienen und Anwenden, Informieren und Recherchieren, Kommunizieren und Kooperieren zählen hierzu auch das Produzieren und Präsentieren und das Analysieren und Reflektieren. Der Bereich Problemlösen und Modellieren ermöglicht schon ab den ersten Klassen eine informatische Grundbildung. Somit unterstützt der Medienkompetenzrahmen NRW systematisch die Vermittlung von Medienkompetenzen, eine informatische Grundbildung und das fachliche Lernen. Auf den Seiten des Medienkompetenzrahmen NRW finden Sie zu all diesen Kompetenzbereichen passende Unterrichtsideen für alle Fächer und über alle Schulstufen hinweg. Festgehalten im Medienkonzept der Schule findet so entlang der gesamten Schullaufbahn eine umfassende und systematisch angelegte Medienkompetenzförderung statt. Übrigens, der Medienkompetenzrahmen NRW kann auch in außerschulischen Bildungsangeboten, wie etwa denen der Jugendhilfe, umgesetzt werden. Ziel ist es, alle Kinder und Jugendlichen an den Chancen des digitalen Wandels teilhaben zu lassen und ihnen das nötige Rüstzeug für die Herausforderungen einer zunehmend digitalisierten Welt mitzugeben. Weiterführendes Unterrichtsmaterial, Planungshilfen für die Erstellung des Medienkonzepts, Informationen zu Fortbildungsmöglichkeiten und Kooperationspartnern, Veranstaltungshinweise und viele weitere interessante Links finden Sie mit wenigen Klicks auf medienkompetenzrahmen.nrw. So, das hat jetzt doch noch geklappt. Danke für die Geduld. Ich finde, das ist ganz schön kurz und prägnant dargestellt. Es ist natürlich schade, dass es sich nur auf die Schulen bezieht und noch nicht auf die Grundbildung im Allgemeinen. Hier noch einmal ganz kurz in der Übersicht, wie die einzelnen Bereiche eben aussehen und wie sie sich gestalten. Ich weiß, man sieht das nicht so gut, wenn man einen kleinen Bildschirm hat. Die Seite hier finden Sie aber auch auf der Homepage von der Kultusministerkonferenz. Da können Sie sich das nochmal ansehen und auch größer machen oder ausdrucken, wenn Sie sich die Unterpunkte hier nochmal ganz genau anschauen wollen. Wichtig ist eben, dass wir diese Aufteilung in die 6 Kompetenzbereiche haben. Die ist auch verpflichtend für alle Bundesländer. Sie werden allerdings manchmal ein bisschen anders da betitelt. Im Bereich Mein Name ist Sabine Pfeiffer. Ich unterrichte an der Volkshochschule Neukölln im Bereich Grundbildung, Lesen und Schreiben. Wir machen Präsenzunterricht mit Online-Elementen und das funktioniert sehr gut. Die Teilnehmenden waren nicht skeptisch, ich war skeptisch. Ich dachte, das ist alles mit viel mehr Schwierigkeiten verbunden und das war tatsächlich überhaupt nicht so. Das war für mich eine positive Überraschung. Die Teilnehmenden waren sehr offen. Bewegen sich ständig in digitalen Räumen, sei es bei Instagram und Facebook und was weiß ich. Ja. Deshalb war das eigentlich nur die konsequente Fortsetzung, das auch beim Lernen zu benutzen. Man kann sehr gut damit Binnendifferenzieren und auch
Unterschiedliche Sozialformen lassen sich auch durch das VHS-Lernportal gut einbringen und eben auch unterschiedliche Aufgaben, Texte schreiben, Spiele, produktive, rezeptive Aufgaben, das ist alles gegeben. Und die Kombination mit den Printmaterialien ist optimal. Also ich kann mich anhand der Alpha-Level und der entsprechenden Kompetenzen orientieren im Lernportal als auch im Rahmencurriculum. Und das passt dann perfekt zusammen. Bei mir gefällt das da drin sehr gut bei den Lernportalen jetzt. Wenn ich zum Beispiel in der Schule jetzt nicht weiterkomme oder nicht fertig werde, kann ich immer noch zu Hause in Ruhe meine Arbeit fertig machen. Kann ich mal meine Datei aufrufen, gehe ich dann in mein Portal rein und mache einfach weiter, wo ich aufgehört habe oder wo ich nicht mehr geschafft habe. Es macht sehr, den Unterricht sehr viel Abwechslung. Nur wenn man Theorie macht, Unterricht mit Lehrer, ist es ein bisschen langweilig. Und man kann auch nicht alles so schnell merken, sich also aufgreifen. Aber im Lernportal hat man die Möglichkeit, immer wieder nochmal zuzugreifen, was man gemacht hat, und nochmal alles durchzugehen, um besser zu speichern. Ich habe jetzt inzwischen die Dateiablage auch für mich entdeckt. Wir haben geübt, Fotos in die Dateiablage hochzuladen zu bestimmten Themen. Also gerade heute hatten wir das Thema komplexen Anfangsrand und die Teilnehmenden haben Fotos gemacht zu Lebensmitteln, die eben mit die einen komplexen Anfangsrand haben, Brezel und Bratwurst und so weiter. Das war dann alles in der Dateiablage. Die Fotos haben wir uns im Plenum angeschaut. Und die Teilnehmenden haben dann später Texte dazu erstellt in Partnerarbeit, die sie dann wiederum in die Dateiablage abgelegt haben. Das heißt, ich kann es zum einen zu Hause durchschauen und korrigieren, aber auch die anderen Teilnehmenden haben Zugriff. Das ist ja auch sehr angenehm am Lernportal. Jeder arbeitet nach seinem Tempo und einige haben eben mehr Zeit. Für mich, ich bin kein Computermensch. Ich bin so ein bisschen altmodisch. Ich mache kleine Fortschritte, was das Computer angeht. Das ist für mich eine Herausforderung. Und wenn man drin ist und man dann Grammatikfehler macht, das ist der Gute daran, dass der Computer daran zeigt gleich, dass es Fehler ist. Und dann, man kann das dann zur Seite legen oder einfach weitermachen und dann, was man Fehler gemacht, nochmal von Anfang an machen. Und da, wo man die Fehler stark ist, kann man auch viele Sachen, Übungen danach machen. Ich kann nur jedem Kursleitenden und jeder Kursleitenden empfehlen, es auszuprobieren. Wie sind also Ihre Erfahrungen in diesem Bereich? Wir haben schon gehört, das Lernportal ist total gut und es wird im niederschwelligen Lernangebot seit 2017 gemeldet. Die Kollegin schreibt gerade, Sie können sich auch melden und Sie werden dann freigeschaltet per Mikrofon. Es gibt einen Grundbildungskurs Basiswissen PC. Das finde ich gefördert und daher kostenfrei. Das ist natürlich perfekt. Das wünscht man sich. Gibt es dann noch andere, die... In einem Alpha-Projekt wird das Fotografieren von Buchstaben geübt, mit dem Smartphone die Fotos bearbeiten, zuschneiden und posten. Also da haben wir dann schon wieder ganz viele Aspekte drin, wie man eben mit den Medien umgehen kann und auch weiterverarbeitet. Auch hier Lerncafés mit PCs werden hier genannt im Chat, um das Lernprogramm individuell kennenzulernen. Dann gibt es von mehreren Grundbildungszentren in Brandenburg ein Curriculum, um Teilnehmern EduDip nutzbar zu machen. Das halte ich für sehr sinnvoll. Da haben wir auch gerade die Erfahrung gemacht, dass das nicht ganz so einfach für die Teilnehmenden ist, mit EduDip kompetent umzugehen. Das ist wirklich sehr wichtig und auch... Das Lernportal war problematisch mit dem Anmeldeverfahren, aber am Smartphone... Da gehe ich gleich nochmal drauf ein mit dem Anmeldeverfahren und wie man das vielleicht etwas erleichtern kann und dann einen einfacheren Zugang für die Teilnehmenden schaffen kann. Darüber sprechen wir dann jetzt gleich. Okay, da sich jetzt keiner mehr im Chat gemeldet hat, würde ich weitergehen. Und zwar ganz kurz würde ich noch was zum Lernportal erzählen. Die meisten von Ihnen kennen das Lernportal wahrscheinlich schon. Es ist das Nachfolger-Lernportal von Ich will lernen und ich will deutsch lernen.de. Es hat die beiden anderen Portale abgelöst
und hat verschiedene Online-Kurse, eben einmal im Bereich That Stuff, dann im Grundbildungsbereich und im Nachholen des Schulabschlussbereiches. Hier sprechen wir vom Nachholen des Hauptschulabschlusses. Wir haben im Moment auch mehrere offene Kurse, zum Beispiel den Kurs Gesunde Ernährung und Mein neues Handy. Das Gute am Lernportal ist, dass es eben kostenlos ist, sowohl für alle Teilnehmenden als auch für alle Tutoren. Es ist auf allen mobilen Endgeräten nutzbar, also man benötigt nicht wie vorher einen PC, sondern es ist auch wirklich auf Tablet und Smartphone nutzbar und das ist für die Teilnehmer, glaube ich, eine große Erleichterung, da nicht jeder Teilnehmer immer einen Laptop oder einen PC zu Hause hat. Und ist ja auch dazu gedacht, ist, dass Teilnehmer eigenständig lernen sollen und daher man auch nicht immer auf den Computerraum in der VHS zurückgreifen kann. Warum sollten Sie denn jetzt das VHS-Lernportal nutzen, um eben digitale Grundbildung zu stärken? Mit dem VHS-Lernportal können Sie grundlegende Kompetenzen vermitteln, so zum Beispiel die Orientierung auf einer Seite. Sie können mit Ihren Teilnehmern anhand der Startseite über den Seitenaufbau sprechen, dass Sie also quasi oben einen Kopfbereich haben, dann oft im linken Bereich oder in der Spalte unten drunter die Navigation. Das ganz große Feld, das ist meistens der Content, also der Inhalt einer Homepage und der untere Bereich, der sogenannte Footer, gibt dann ganz oft Informationen über ja, verschiedene institutionelle Dinge. Die meisten Homepages sind gleich aufgebaut, deshalb kann man das hier sehr gut ja, thematisieren. Was auch schön ist, ist die Navigation bei der VHS-Lernportal-Seite. Wir haben eine sogenannte sekundäre Brotkrümel-Navigation. Die Vorteile von dieser Navigation sind eben die Transparenz. Teilnehmer sehen immer, wo sie waren, auf welchen Seiten sie waren, wie sie dorthin gelangt sind und können sich immer einfach wieder zurückklicken. Ich habe Ihnen hier ein kleines Beispiel eingeschnippelt mit dem Snipping-Tool, dass Sie einmal sehen, ich bin also von Schreiben, Lesen, Rechnen auf den Kurs Schreiben. Wenn ich von dort aus noch weitergehen würde, würde das entsprechend auch in dieser Navigationsleiste erscheinen. Ansonsten gibt es noch ganz viele andere Dinge, die Sie eben mit dem Lernportal üben. Das ist zum Beispiel das Einüben von Klickwegen, die Hand-Augen-Koordination, das Thema Login-Logout. Dann gibt es im Lernportal verschiedene Übungstypen, da gehen wir gleich nochmal ein bisschen näher drauf ein. Den Umgang mit Tastatur und Maus, was für einige Teilnehmer auch eine sehr große Herausforderung ist. Das Thema Benutzername und Passwort, AGB und Datenschutz, das Erstellen eines persönlichen Profils und auch die Nutzung von Kopfhörern. Die Vorteile vom VHS-Lernportal sind eben die übersichtliche Oberfläche. Alle Schritte sind reproduzierbar, unter anderem eben durch diese sekundäre Breadcrumb-Navigation. Man kann nichts kaputt machen, also egal, wo die Teilnehmer draufklicken, es passiert ihnen nichts. Und die Anzahl der Übungen, also welcher Teilnehmer wie viele Übungen bearbeitet hat. Verbessern Sie mich? Ja, stimmt, okay. Aufgaben ausdrucken, also Aufgaben, die nicht so gut funktionieren, ausdrucken. Da wollte ich nachher auch noch drauf eingehen. Das ist sehr schön am Lernportal. Es gibt die Möglichkeit, alle Aufgaben auszudrucken und nochmal in papierhafter Form dem Kurs zur Verfügung zu stellen. Den schnelleren Lernenden zusätzliche Übungen zu weisen, ganz genau. Sie als Tutor haben mit dem Lernportal nämlich die Möglichkeit, entweder Aufgaben an ganze Gruppen zuzuweisen oder eben Aufgaben an einzelne Teilnehmer zuzuweisen. Oder, schön, dass Sie es geschafft haben, langsamer oder schnellerer Lernfortschritt. Welche Möglichkeiten haben sich bewährt? Nein, zu drei, es war nicht zu zwei. Ja, genau, also daran kann man das, glaube ich, merken.
Das ist auch eine sehr schöne Anmerkung, dass die Aufgaben mittels Sprachnachricht gestellt werden. Auch hier nochmal der Hinweis für Teilnehmer, die eben nicht so gut lesen und schreiben können, dass man es als Sprachnachricht verfügbar machen kann und machen sollte, um eben alle mit ins Boot zu nehmen, dass jeder die Aufgaben bearbeiten kann. Und daraus lässt sich dann schließen, wie weit der Lernfortschritt gekommen ist. Okay, dann bedanke ich mich herzlich für Ihre Rückmeldung und dann würden wir weitermachen. Und zwar möchte ich ganz kurz, ich hatte es eben schon erwähnt, was zu dem offenen Kurs Mein neues Handy, offener Kurs zur Medienkompetenzförderung im Lernportal sagen. Und zwar, wie gesagt, ein offener Kurs. Der offene Kurs, das bedeutet, die Teilnehmer müssen sich nicht registrieren. Ohne Anmeldung kann man direkt starten. Das ist der Vorteil. Der Nachteil ist ein bisschen, Sie können die Lernfortschritte Ihres Teilnehmers nicht einsehen und es gibt keinen Tutor, der den Kurs betreut. Das haben wir leider nicht. Im Moment gibt es zwei Module, die schon freigeschaltet sind. Modul 1 ist einmal Smartphone und mobiles Internet mit 8 Kapiteln, und zwar die Kapitel Was kann mein Smartphone, die Bedienung, das Handy einrichten, ins Netz gehen, im Netz unterwegs, Suchmaschinen, Werbung und Handyvertrag. Das zweite Modul ist das Modul Kommunikation mit 10 Kapiteln, und zwar E-Mail, die Cloud als Speicherort, Unterhaltung im Chat, Messenger-Dienste, SMS, soziale Netzwerke, Twitter, Fake News, was wir vorhin auch schon gehört hatten als wichtiges Thema, Apps und mein Standort. Im Moment ist ein drittes Modul in der Entwicklung, das ist noch nicht veröffentlicht, wird das Thema Sicherheit haben und wird voraussichtlich... Du, Jakob, ich möchte gern endlich besser schreiben und rechnen lernen. Ich habe mich schon nach Kursen erkundigt, möchte gern aber auch zu Hause lernen. Das kenne ich. Geholfen hat mir das Online-Lernportal der Volkshochschulen. Online? Wie genau funktioniert das denn? Geh auf www.vhs-lernportal.de. Such dir dort einen Kurs aus, zum Beispiel Rechnen oder Schreiben. Dann kannst du dich kostenlos registrieren. Jeder Kurs beginnt mit einem kurzen Einstufungstest zu deinem Vorwissen. Oh cool, das ging ja fix. Super, die abwechslungsreichen Übungen sind nun genau auf deine Kenntnisse abgestimmt. So kommst du Übung für Übung ganz schnell an dein Ziel. Hey, das macht ja richtig Spaß. Und weißt du was? Solltest du mal nicht weiterkommen, helfen dir nicht nur die vielen Hinweise im Portal. Auch ein persönlicher Tutor begleitet dich beim Lernen. Ein echter Mensch? Klasse! Wahnsinn, oder? Übrigens kannst du sogar unterwegs lernen, zum Beispiel mit deinem Handy. Ich habe das manchmal auch mit meinem Tablet gemacht. Ah. So, schön. Funktioniert. Super. Also, worauf warten Sie? Machen Sie es wie Nele und ich und lernen Sie jetzt Rechnen und Schreiben mit dem VHS-Lernportal. www.vhs-lernportal.de. Kostenfrei, jederzeit, an jedem Ort. Genau, Sie würden also damit starten, dass Sie Ihren Teilnehmern das Lernportal zeigen, also dieses Video zeigen. Das ist der erste Schritt. Und im Anschluss an den Infofilm thematisieren Sie die Fragen, was ist ein Lernportal? Muss man für die Nutzung des Lernportals etwas bezahlen? Welche Lernbereiche, Kurse gibt es und welchen suchen wir uns dann aus? Und wie kann man starten mit dem Lernen vom Lernportal? Sie sehen jetzt auch hier auf der Folie, was Sie brauchen. Sie brauchen in diesem Fall also einen Beamer, einen Laptop. Die Teilnehmer sollten internetfähige Smartphones besitzen. Und es geht um die Sozialformen Arbeit im Plenum und Partnerarbeit. Es kommt noch hinzu der Infofilm zum Kurs Schreiben, das Poster Erste Schritte im Portal, Passwortkarten, eventuell Würfel und das Memo-Spiel Erste Schritte. Das sind alles Materialien, die Sie, wie gesagt, bei der VHS-Lernportal-Seite kostenlos herunterladen können oder eben bestellen können. Dann bekommen Sie die Materialien kostenlos für Ihren Unterricht auch zugeschickt.
Wenn Sie die Fragen mit Ihrem Kurs geklärt haben, dann können Sie das Poster erste Schritte zeigen und Sie erläutern Ihren Teilnehmenden anhand des Posters den Weg ins Lernportal. Hier sollten Sie insbesondere nochmal die Begriffe Benutzername, Passwort und Registrieren thematisieren, da diese Begriffe immer wieder auftauchen in allen digitalen Bereichen und es einfach wichtig ist, dass die Teilnehmer da genau wissen, um was es geht. Auch die Themen AGB und Datenschutz können in dem Zusammenhang behandelt werden. Wenn Sie im Bereich Registrierung für Lernende sind, gibt es hierzu Kurzversionen, die Sie mit den Teilnehmern auch nochmal durchsprechen können. Danach zeigen Sie dann am Beamer den Weg von der Startseite bis zur Registrierung für die Lernenden. Sie können dann die Passwortkarten verteilen, die Sie entweder vorher heruntergeladen und ausgeschnitten oder bestellt haben, und bilden Zweierteams. Die Zweierteams sollten am besten mit einem medienaffinen und einem nicht so medienaffinen Teilnehmern besetzt sein. Anhand von dem Würfel können Sie dann erwürfeln, wer anfängt. Die Teilnehmer sollen sich dann gegenseitig ein bisschen durch den Anmeldeprozess coachen. Sie stehen natürlich als Ansprechpartner zur Verfügung. Sie müssen unbedingt sicherstellen, dass die Teilnehmenden Benutzername und Passwort auf den Passwortkarten notieren und vielleicht erklären Sie dann auch einfach nochmal, dass man die Passwortkarten am besten im Geldbeutel aufbewahrt, dass man sie eben bei sich hat und dass man darauf aufpassen soll, weil man sich unter Umständen sonst nochmal neu registrieren muss. Nach der erfolgreichen Registrierung durchlaufen dann die Teilnehmer den Einstufungstest im Bereich Schreiben. Hier wird der Kopfhörer benutzt, also können Sie in diesem Teil dann auch nochmal darauf eingehen, wie man eben die Kopfhörer benutzt, wo die Kopfhörer angeschlossen werden müssen. Und vielleicht auch noch mal was zur Lautstärke sagen, dass man es nicht zu laut hören sollte wegen der Gesundheit für die Ohren. Da gibt es dann noch Möglichkeiten, das Ganze zu thematisieren für die erste Stunde im Lernportal. Eben haben wir schon gehört, es gibt verschiedene Übungstypen im Lernportal. Rezeptive und produktive Übungstypen, die können Sie als Tutor aussuchen über ein Dropdown-Menü. Wir haben Freitext, Drag-and-Drop-Übungen, Dropdown, Sortieren, Zuordnen und auch Spiel. Viele der Übungen, die begegnen uns auch in anderen digitalen Bereichen. Deshalb ist es schön, die Vorgänge hier zu üben mit den Teilnehmenden. Dann können Sie das auf anderen Websites auch schon anwenden. Da habe ich jetzt auch noch mal ein konkretes Beispiel mitgebracht. Und zwar ist das hier eine Zuordnung. Es scheint aber, Sarah, keine Fragen zu geben bisher. Oh, aber Eva, gab es nicht ganz zu Anfang schon Fragen? Ihr habt doch den Chat im Auge behalten. Vielleicht können wir auf die Fragen vom Anfang noch eingehen. Mhm. Es gab eine Frage von Frau Winter, die hatte nochmal zurückgefragt, was genau als Bildungsmedien bezeichnet wurde. Das hast du am Anfang deiner Folien verwendet. Mhm. Bildungsmedien, ja. Ich muss mal ganz kurz mich nochmal an die richtige Seite befördern sozusagen. Also mit Bildungsmedien, da sind die Medien im Bereich Open Educational Resources gemeint. Also offene Lernmedien, die man anderen, also die man erstellt und anderen zur Nutzung quasi zur Verfügung stellt, zur Bearbeitung und Weiterverbreitung. Und da ist es eben die Herausforderung, darauf zu achten, dass das wirklich didaktisch und inhaltlich gute Medien sind und dass man da wirklich das trennt von schlechten oder nicht ganz so gut gemachten Bildungsmedien. Weil da gibt es mittlerweile schon eine sehr große Anzahl von diesen Medien sozusagen. Das sind diese genannten Bildungsmedien. Da gibt es eben professionelle Produzenten, aber es gibt auch viele Leute, die das so hobbymäßig machen. Sehr gut. Ja, Frau Winter hat auch geschrieben, danke, dass die Frage noch beantwortet wurde. Nochmal die Aufforderung, wenn Sie noch weitere Fragen haben zur Präsentation oder auch was Ihnen gerade als Beispiele für das VHS-Lernportal gezeigt wurden, wir haben noch ein paar Minütchen Zeit. Überlegen Sie einfach mal, können Sie im Chat oder auch als Wortmeldung machen. So, Frau Rau hat noch was geschrieben. Das ist ein Hinweis, dass die Teilnehmer eben öfters Probleme haben mit dem Passwort.
dir dann auch nochmal den Verweis auf die Passwortkarten, die ich wirklich toll finde. Also ich habe auch eine Passwortkarte für meinen Lerner-Account und für meinen Tutor-Account, die ich immer bei jeder Schulung dabei habe, weil vor lauter Passwörtern, man weiß es ja selbst, man kann sich ja kaum schützen. Und dann ist es natürlich toll, wenn man ja da schon eine Routine hat und den Teilnehmern eben helfen kann, dann auch ein paar Tipps geben kann, was sind sichere Passwörter. Am besten, man überlegt sich irgendeinen konstruierten Satz und nimmt dann die Groß- und Kleinbuchstaben kombiniert mit Zahlen, um dann daraus ein Passwort ja zu kreieren. Das sind immer die sichersten Passwörter. Die muss man dann aber eben aufschreiben, weil man sich die in der Regel auch nicht so gut merken kann. Gibt es noch weitere Erfahrungsberichte aus der Praxis oder Rückfragen zu dem Thema? Ja, Frau Rau, genau, das sind die Passwörter, die wir gut nutzen können, aber Teilnehmer in der Alphabetisierung, klar, natürlich, da ist es schwieriger. Es geht ja nur darum, auch für das Thema zu sensibilisieren. Ja, danke und danke an die Teilnehmer. Ich freue mich immer, wenn wir jemanden begeistern können für das Thema und ich freue mich auch immer, wenn Sie rückmelden, dass Sie mit dem Portal schon arbeiten und dass es gut ankommt. Das ist auch für uns Multiplikatoren immer toll zu hören, weil dann wissen wir auch wirklich, wo die Arbeit quasi hingeht und hinfließt. Und ja, vielen Dank. Ich würde mich freuen, wenn wir uns irgendwann vielleicht auch mal dann wieder in Präsenz treffen. Und wünsche Ihnen noch ganz viel Spaß. Es gibt in den nächsten Tagen ja noch weitere Sessions von Kollegen und Kolleginnen. Da wird bestimmt die Eva gleich auch noch mal darauf hinweisen und was dazu sagen. Und dann würde ich mich an dieser Stelle von Ihnen verabschieden und wünsche Ihnen eine schöne Woche.